Ist es heutzutage auch für dich überhaupt noch möglich, in Google auf die vorderen Positionen zu kommen? Gerade bei all den Google-Updates, von denen man ja ständig hört. Genau auf diese Frage gehen wir in diesem Video ein. Mein Name ist Philipp Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung mit einem strategisch-vertrieblichen Ansatz für unsere Kunden. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Neukunden und auch auf Mitarbeitergewinnung. Und genau das eben mit der eigenen Internetseite über Google. Wenn du dich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung bereits beschäftigt hast, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass es die drei Kernsäulen gibt, in denen Google eben nach einer guten Antwort sucht. Das ist das Thema der Technik, die Website muss schnell laden, die Browserkompatibilität, Mobiltauglichkeit und all das, was eben in diese Säule fällt. Darüber hinaus das ganze Thema Content, du brauchst aussagekräftige Inhalte, deine Antworten müssen dezidiert sein und natürlich das ganze Thema Reputation, Backlinkaufbau. Lass uns aber mal diese Dinge ausklammern und nicht nur auf die Kernfaktoren des Google-Algorithmus schauen, die du jetzt eben auf diese Art und Weise beeinflussen kannst, sondern auch nochmal uns zurückzoomen, warum wir das denn alles machen. Im Kern geht es doch darum, dass wir einen Nutzer erreichen und überzeugen wollen. Und genau hier setzt Google eigentlich auch schon an, wenn es darum geht, mehrwertstiftenden Inhalt zu bewerten, zu empfehlen und dann natürlich auch auszuspielen in der Suchergebnisseite. Du kannst das ganze Thema mehrwertstiftender Inhalt für dich so interpretieren. Google schaut natürlich erstens, welche Antworten sind denn so gut geschrieben, dass ich sie als Empfehlung auf eine Frage ausspielen kann und das eben mit einem guten Gewissen, und dafür zählen natürlich die Kriterien, die ich eben genannt habe, aber im Kern geht es ja immer um den Nutzer. Das heißt, der Nutzer, der jetzt auf deine Website geschickt wird, der soll an dieser Stelle eben jetzt die erste Antwort bekommen. Das funktioniert über eine gute aufgebaute Überschriftenhierarchie, aber natürlich auch über die einzelnen Inhalte, die Google auch alle versteht. Und dann am Ende des Tages, und das ist die Chance, die du hast, jetzt an dieser Stelle wirklich mal in dich zu gehen oder deine Zielgruppe zu analysieren, zu verstehen, auch ein Stück weit über den Markt, über das Marktniveau hinaus zu sagen, hey, ich liefere dir mal ein Tool, eine Infografik, irgendwas Wissenswertes, irgendwas, was in deiner jetzigen Situation für dich wirklich einen Mehrwert liefert. Sprechen wir zum Beispiel über das Thema Infografiken, dann sprechen wir über Grafiken, die Inhalte zusammenfassen, die nochmal stichpunktartig vielleicht auch eine Checkliste mitgeben, die auch auf irgendeine Art und Weise etwas zusammenfassen, mich damit arbeiten lassen, das Ganze für mich zum Beispiel auch nochmal ausdruckbar zur Verfügung stellen. Auch wenn wir natürlich heutzutage fast nichts mehr ausdrucken brauchen, weil wir es eben auf dem Smartphone öffnen können und auch jedem zeigen können, nochmal damit arbeiten können, ist es eben natürlich auch eine schöne Möglichkeit, diese Dinge einfach nochmal konzentriert in einer Grafik abzubilden, auch vielleicht, dass man sich das abspeichern kann und all diese Dinge eben, die dafür sorgen, dass jemand sich jetzt mit deinem Inhalt auseinandersetzt, auf die Seite immer wieder kommt und diese Inhalte einfach auch wertschätzt. Das kann aber auch zum Beispiel sowas sein wie ein Kalkulator oder ein Konfigurator oder irgendwas, womit ich eben auf der Internetseite selber schon spielen kann. Also irgendwas, womit ich sagen kann, hey, wie kann ich mir zum Beispiel ein Möbelstück mit meiner Einrichtung in meiner Umgebung vorstellen? Oder eben genau diese Tools, mit denen ich quasi aktiv schon auf der jeweiligen Internetseite arbeiten kann. Du kennst das mit Sicherheit schon von großen Möbelhäusern oder Herstellern von Schränken. Wir haben zum Beispiel hinter uns die USM Haller Möbelstücke, die man sich auf der Website konfigurieren kann mit Farben, mit Aufklappmechanismen und was weiß ich, eben einfach schon schauen kann, wie sieht das Ding aus, so wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, um dem Nutzer einfach genau diesen Mehrwert zu liefern. Es lohnt sich also absolut, diese extra Meile zu gehen, weil Google auch versteht, ich habe einen Nutzer dorthin geschickt, der Nutzer hält sich auf dieser Website auf, er klickt auch noch tiefer rein, spätestens durch die Google Analytics Zahlen und Verhaltensmerkmale bekommt Google diese Information natürlich auch zurückgespielt. Und genau das sind eben all die Dinge, die wir Menschen uns ja einfordern, wenn wir sagen, wir suchen nach etwas, wir wollen Informationen haben, wir beschäftigen uns mit Informationen oder auch dem Kaufentscheid für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für einen Hersteller, für eine geplante Maschine. Auch das sind natürlich auch im B2B-Umfeld immer wieder sehr interessante Erkenntnisse, die wir machen, dass natürlich auch die komplexeren Dinge, gerade diese, auf den jeweiligen Internetseiten mit einer sinnvollen Strategie sehr, sehr gut auch mit Mehrwert angereichert werden können. Ich meine damit nicht, also Achtung an dieser Stelle, dass du jetzt deinen Messestand in 3D-Funktionalität komplett 1:1 auf deine Website klatscht. Das sehen wir ganz häufig. Macht natürlich alles Spaß und Sinn und gerade als Unternehmen kann man auch sagen, hey, guck mal, was wir uns da geleistet haben. Aber die Frage ist, inwieweit setzen sich eben auch deine Benutzer tatsächlich mit diesen Inhalten auseinander und hättest du nicht über einen anderen Weg, über eine andere Inhaltsstrategie vielleicht sogar auch noch die Chance, das Ganze vertrieblich zu nutzen, statt einfach nur eben einen spielerischen Effekt. Ein weiterer positiver Aspekt, den ich dir sehr gerne an dieser Stelle mitgeben möchte, ist natürlich auch,
die Chance, das Ganze für deine Reputation und den Backlink-Aufbau zu nutzen. Das heißt, Google braucht ja, so wie wir am Anfang auch darüber schon gesprochen haben, in einer dieser drei Kernsäulen das ganze Thema Reputation, Backlink-Aufbau. Und wenn du es schaffst, mit guten Infografiken, mit guten Inhalten diesen Mehrwert zu stiften, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass Partner, mit denen du zusammenarbeitest, Dienstleister, die deine Produkte anwenden oder auch andere Internetseiten gerne auf deine Website verweisen. Und du kannst das Ganze sogar strategisch auch angehen, indem du sagst, hey, ich habe eine Infografik, ich schicke die jetzt einfach mal an diverse Blogs raus mit der Bitte hier, du kannst das gerne für dich verwenden, bind das ruhig auf deine Website ein, aber wenn du es machst, mit einem Link auf meine Website. So habt ihr beide im Prinzip eine Win-Win-Situation erhalten, indem der eine, der Seitenbetreiber, sagen kann, hey, ich habe auch tolle Inhalte, mehr findest du natürlich bei dir und du hast im Prinzip auch diese Möglichkeit, den Backlink für dich einzukassieren. Ein Negativbeispiel in der heutigen Zeit ist übrigens, wenn du jetzt sagst, okay, das ganze Thema Content, das erschlage ich einfach mit den KIs und ich erstelle mit ChatGPT ganz viel Inhalt. Wir hatten gerade letzte Woche noch ein sehr interessantes Gespräch bei uns im Sales-Team, wo eine Schönheitsklinik gesagt hat, hey, Texte haben wir schon und wir konnten mit dem bloßen Auge innerhalb von 2 Minuten erkennen, hey, die ganzen Inhalte auf dieser Website, auch abgesehen davon, dass es, ich glaube, 100, 150 Unterseiten waren, alle mit ChatGPT erstellt, alles rausgeklatscht, alles rausgehauen, aber große Sorge hatte, wenn es jetzt darum geht, eine neue Internetseite umzusetzen, dass auch die Ästhetik und das Design stimmt. Es geht hierbei nicht nur darum, wie die Internetseite aussieht, dass sie überzeugen kann, sondern natürlich auch mit den richtigen Inhalten. Und das ist eigentlich das Erste, was Google ja natürlich wahrnimmt, auch überhaupt erstmal die Chance hat zu sagen, das sind einzigartige Inhalte, die Mehrwert liefern, die auch dann noch zusätzlich schön abgebildet sind und dann natürlich auch noch mit den einzelnen Conversion-Elementen, dazu haben wir auch weitere Videos bereits erstellt, dafür Sorge tragen können, dass die Anfragen überhaupt bei dir ankommen. Also nochmal zusammengefasst, es geht um das Thema Helpful Content. Vergesse nicht den Benutzer, für den du ja eigentlich diese Inhalte schaffst, um den zu erreichen, den zu überzeugen und im besten Fall ja eben auch als Anfrager für dein Unternehmen erreichen möchtest. Darüber hinaus die Chance, auch mit Infografiken und tollen weiteren Inhalten können auch Videos sein, auch Backlink-Strukturen zu schaffen, wo Unternehmen einzelne Seiten auch gerne auf dich verweisen. Also geh unbedingt diese extra Meile, lass deine Internetseite nicht eine von vielen mit generischen Schrottinhalten sein, sondern überzeuge deine Zielgruppe mit den Antworten, die deine Kompetenz tatsächlich untermauern. Wenn du das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung über mehrwertstiftenden Inhalt, Helpful Content und eben die Kriterien, die es braucht, um Google zu überzeugen und damit eben natürlich auch deine Zielgruppe zu erreichen und zu überzeugen, dann lass uns sehr gerne miteinander sprechen. Wir zeigen dir in unserem Erstgespräch schon die ersten Strategien auf, auch wie Mitbewerber vorgehen, wie in deinem Marktbedarf geäußert wird und all das, was eben in deiner Situation sinnvoll ist. Dazu kannst du dir gerne auf www.philposch.de eine kostenlose Potenzialanalyse buchen. Ich freue mich jetzt schon aufs Gespräch. Bis dahin.